Ja, guten Morgen. Vielen Dank, liebe Caroline, für die Einführung. Und herzlich willkommen. Und übrigens vielen Dank für die Einladung und für die tolle Organisation hier. Mein Vortrag wird sich so ein bisschen nahtlos anschließen und ergänzen an die Live-OP gestern und an die drei Table Clinics. Ich habe auch schon gesehen, fast alle Teilnehmer unserer Table Clinics gestern sind hier. Das freut mich natürlich. Es werden fast keine Folien doppelt auftreten und das Thema, über das ich sprechen werde, wird sein Bone Growing Implants. Was versteht man darunter? Das heißt, wir müssen immer wieder Knochenaufbau machen, dem sehen wir uns konfrontiert und wir entsprechen unserem biologischen Prinzip, das wir in der Swiss Bioherz Klinik extrem konsequent verfolgen können und dürfen, wollen wir auf Sekundärmaterialien verzichten, wenn immer möglich. Ich denke immer, dass mein oberster Grundsatz, wenn ich Patient wäre und ich könnte darauf verzichten, würde ich darauf verzichten. Und als ich angefangen habe als Zahnarzt vor 30 Jahren, da haben wir keine genauen Ersatzmaterialien gehabt. Da mussten wir mit dem arbeiten, was wir hatten. Und insofern könnte man auch sagen, ein bisschen zurück in die Zukunft, was wir tun. Biologische Zahnmedizin, was heißt das denn überhaupt? Das hört sich vielleicht so ein bisschen esoterisch an, ist es sicherlich nicht. Das heißt einfach, dass wir die Immunologie und Biologie mit einbeziehen. Weil wir sind nicht einfach Zahnärzte, die mechanischen Dübel in die Knochen reinschrauben, sondern 50% der Leistung erbringen nicht wir als Zahnärzte, sondern der Patient. Und das haben immer mehr Leute erkannt, wie auch hier Chopron und Kuri, die ganz klar gezeigt haben, wenn LDL zu hoch ist, über 1,2 Gramm pro Liter, und D3, Vitamin D3 zu niedrig ist, unter 70 Nanogramm, dann haben wir ein erhöhtes Risiko von einer Infektion, also Implantatverlustes oder einer Infektion von Knochenersatzmaterialien in jeglicher Art. Das heißt, wir müssen uns und sollten uns immer mehr daran gewöhnen, dass wir diese Parameter Biologie und Immunologie mit einbeziehen. Vitamin D3 ist eines meiner Top-Hobbys geworden. Wenn es irgendeinen Stoff gibt in unserem Körper, der eine zentrale Rolle spielt, dann ist Vitamin D3. Das Sonnenvitamin wird aus der Sonne gebildet in unserer Haut zu 80%. Es gäbe nicht eine Sekunde Leben auf diesem Planeten ohne die Sonne. Und deswegen wird dieses einzige Vitamin, das von der Sonne gebildet wird, eine zentrale Bedeutung haben. Es wird dann im Blut umgewandelt in die Speicherform und dann in der Leber und Niere in das Calcitriol. Hat dort eine Halbwertszeit von 2-3 Stunden. Auf der Haut hat es eine Halbwertszeit von 24 Stunden. Deswegen, wenn Sie Vitamin D3 einnehmen, beispielsweise einmal die Woche mit Kristol, kann das nicht funktionieren, weil die Halbwertszeit ist 24 Stunden. Sie müssen es jeden Tag einnehmen, weil die Natur ging davon aus, dass wir am Äquator leben und jeden Tag 365 Tage Sonne bekommen. Deswegen, hier in Italien sieht es noch ganz gut aus, aber wenn Sie in Deutschland oder in Hamburg leben oder auch, sagen wir, in Skandinavien oder in Argentinien, dann müssen Sie jeden Tag substituieren, da führt der Weg dran vorbei. Und wenn wir sehen, das größte Risiko für Frauen ist Brustkrebs heutzutage, ist Todesursache, wenn wir nur hingehen und wir erhöhen von, die meisten von Ihnen, wenn wir jetzt messen würden, wir messen alle unsere Teilnehmer in unseren Kursen, messen wir den Vitamin D3 Level und wir sehen, bei denen, die nichts einnehmen, ist schon in der Regel unterirdisch. Die sind im immunologischen Winterschlaf, eigentlich klinisch tot fast schon, liegen irgendwo bei 10, 15 Nanogramm. Und wenn wir sehen, dass Frauen bereits mit 30, was für uns da operiere ich den Patienten noch gar nicht, haben die ein reduziertes Risiko für Brustkrebs von 30%. Haben Frauen einen Vitamin D3-Wert von 50%, ist das Risiko für Brustkrebs 83% reduziert. Und da frage ich mich, warum nimmt nicht jeder Vitamin D3 ein? Grundsätzlich ist eine Metastudie, die tausende von Studien ausgewertet hat, wenn sie in eine Range kommen von 60, dann sind sie safe für 85% aller chronischen Erkrankungen. Ja, das ist einfach mal eine Hausnummer, da wissen wir, was für uns das Wichtigste ist, was wir tun müssen. Wir müssen in erster Linie Vitamin D3 substituieren. Es ist nicht ganz so einfach, dass Sie nur Vitamin D3 trocken oder irgendwas nehmen. Da gibt es noch Kofaktoren, das ist ein ganzes Orchester. Wenn Sie nur die Pauke hören, dann wird sich das nicht toll. Sie brauchen das ganze Orchester, die Violinen und die Klavierbegleitungen und alles. Und so gibt es noch andere Kofaktoren, wie Vitamin K2, NK7, Magnesium, Calcium, Bohr, was auch immer. Weil es dann sehr kompliziert wird, sind wir hingegangen und haben das als Komplexpräparat entwickelt. Das heißt, wir haben für morgens eine Mischung, die Sie fit macht, und für abends eine Mischung, die einen müde macht. Also damit einfach so verteilt, wenn ich jetzt hier in Verona bin, dann habe ich einfach
muss ich nicht mehr 20 Dosen mitnehmen, ich habe ein Tütchen für morgen, ein Tütchen für abends und kann das einnehmen. Das ist hier so potent und so effizient, dass mittlerweile sogar das deutsche Nationalteam, Olympia-Nationalteam im Segeln nimmt dieses Medikament ein. Sogar in Italien nehmen erste Teammitglieder vom RADA-Team, America's Cup, diese Supplements ein und sehen, sie haben eine viel schnellere Regenerationszeit, haben eine höhere Leistungsfähigkeit, haben einen besseren Schlaf, höhere Tiefschlafphase und sogar die ersten Teilnehmer vom Team Emirates New Zealand nehmen es mittlerweile ein. Also wir sehen, da ist extrem Nachholbedarf und diese Dinge inklusive den Infusionen und so weiter implementieren wir in unser Konzept und das bezeichnen wir als biologische Zahnheilkunde. Es gab schon mal vor 100 Jahren Weston Price, der berühmteste Zahnarzt aller Zeiten, der war Fortbildungsleiter 30 Jahre lang der American Dental Association. Also nicht irgendein Außenseiter, sondern der wahrscheinlich berühmteste Zahnarzt aller Zeiten. Der hat genau diese Dinge schon durchgeführt und angesprochen, dieses Konzept, das wir heute, das heißt bei uns in den Gruppen rein durchführen. Der hatte nur ein Problem, hatte nämlich keine Lösung für das Problem, er hatte noch keine Keramikimplantate, noch gar keine Implantate vor 100 Jahren. Und wir leben heute im tollen Zeitalter, weil wir die Möglichkeit haben, jede Situation, die sich uns darstellt, zu implantieren. Es gibt keine Situation, die wir nicht implantieren, außer wenn du vielleicht ein defekt größer ist als das dickste Implantat und dafür mit meiner Lösung, die ich Ihnen heute zum ersten Mal vorstellen werde. Ich werde immer wieder gefragt, auch gestern bei den Table Clinics, was sind denn die Vorteile von Keramikimplantaten? Es ist metallfrei, es ist weiß, es ist beschleifbar und. Da sind viele, viele Vorteile da. Der wichtigste Vorteil, wenn Sie mich heute fragen, ist, dass wir das einzige Material auf diesem Planeten ist Zirconopsid, das sich mit der Gingiva verbindet. Eine Zirconia-epitheliale Verbindung gibt kein anderes Material. Wir müssen immer bedenken, was Sie hier sehen, ist eine Humanhistologie. Nach 25 Jahren Tragezeit im Patienten, es hat Dr. Dr. Rudelt vor 30 Jahren die Histologie in Abdomen zur Verfügung gestellt, hat schon vor 40 Jahren schon Zirconopsid-Implantate eingesetzt an Patienten, Uni Hamburg-Eppendorf. Ja, das ist eine alte Historie, eigentlich dort ging es los, genau genommen in Hamburg. Und ich freue mich, dass dort auch wieder viel passiert. Und wir sehen hier Bone-to-Implant-Contact, da müssen Sie bei einem Titanimplantat langschauen, wie Sie so einen Bone-to-Implant-Contact sehen. Das war kein Gewinde, das war eine maschinierte Oberfläche, keine aufgebaute Oberfläche. 25 Jahre Tragezeit mit Patienten. Was mich aber am meisten interessiert, ist hier diese feste Verbindung der Gingiva. Denn die Gingiva ist ektoderm vergleichbar mit ihrer Hautoberfläche, mit ihrer Darmoberfläche. Das heißt, wenn Sie etwas essen, was nicht gut ist, dann ist das immer noch nicht in Ihrem Körper. Das ist in Ihrem Darm. Darm ist Körper Außenseite. Erst wenn es reserviert wird, ist in Ihrem Körper drin. Knochen ist Mesoderm, Körper Innenseite. Das heißt, wenn wir eine Parodontitis haben, oder eine Periimplantitis oder keine Attached Gingiva dorsal des Weisheitszahnes, dann können dort die Erreger direkt den Knochen angreifen, das Mesoderm, das ist wie ein trojanisches Pferd. Das ist auch für uns das Kriterium, wann nehmen wir den Weisheitszahn raus und wann nicht. Ganz einfach, hat er Attached Gingiva dorsal des Achters, lassen wir ihn drin, logischerweise, hat er keinen, nehmen wir ihn raus, dann ist Infektionsstelle. Und wir wissen von Studien, dass in 85% der Fälle von Herzinfarkt und Hirnschlag findet man in den Blutklotz, die zur Verstopfung des Gefäßes geführt haben, die gleichen Pathogene wie in den Zahnfleischtaschen. Ja, deswegen ist das so wichtig. Bei Titan haben wir eine Osseointegration, eine Verbindung des Materials vom Knochen, aber niemals der Gingiva. Das heißt, immunologisch ist die Türe ein Leben lang offen und bei Zirconopsid ist die Türe zu. Wir verschließen die immunologische Türe zum Mesoderm. Das halte ich heute für den wichtigsten Vorteil, diese Zirconia-epitheliale Verbindung. Deswegen haben wir auch hier, das war schon 2006, haben wir schon eine Studie gemacht mit der Universität Ulm, 89 Patienten, 3,5 Jahre nie gedauert, so lange ist das schon her, 13 Jahre, das muss ich mal vorstellen. Die Studie wurde wiederholt von Holländer et al. Und wir sehen, bis auf einen Ausreißer haben alle Zirconopsid-Implantate Blutung 0 im Vergleich in Relation gesetzt zu den natürlichen Zähnen, die irgendwo bei 5-15% liegen. Das heißt, wir haben eine schönere Weichgewebssituation an den Zirconopsid-Implantaten als an natürlichen Zähnen. Wir haben heute ein Material, das Zirconopsid-Implantat, das ist kein Kompromiss, das ist besser als der natürliche Zahn. Denn Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass jeder Zahn, den wir einmal präpariert haben, sei es eine Füllung, sei es eine Klinik, sei es eine Krone, und das 2, 3 oder 4 Mal, der wird immer eine chronische Pulpitis haben. Der Nerv wird immer wieder so sein wie zuvor. Wir haben das gleiche Problem mit dem Gehirn, dass sich eine chronische Entzündung, einer der Kardinalsymptome,
ist, dass es zu einer Schwellung kommt, zu einer Ausdehnung. Kann sich nicht ausdehnen, weil sich eingesperrt in die Pultenkammer, so wie wir die Schädeldecke aufmachen einer Infektion und den Druck rauslassen. Ja, Michael Schumacher, Sie erinnern sich. Und das heißt, es führt dann zu Druck in der Pulpa. Wir können am Zirkonumsimplantat logischerweise keine Karies haben. Wir haben ein schöneres Weichgewebsverhalten. Das Zirkonumsimplantat ist dem natürlichen Zahn überlegen. Da gibt es keine Frage heute mehr. Und weil wir wissen, dass die Gingiva dort anwächst, platzieren wir auch unsere Implantate relativ dicht nebeneinander. Das heißt, die Tulpen, die sind 1 bis 1,5 mm auseinander. Denn die Gingiva wächst genau an dieser Stelle an und stützt uns die Gingiva. Und genau so muss es aussehen. Das heißt, wir wollen einteilige Implantate oder zweiteilige auf Tischlevel, die dann ja nach dem Einsetzen des Abutments oder des Postens auch einteilig werden. Und wir haben einen Rand auf Gingiva-Niveau. Das hat mir noch nie jemand widersprochen in 20 Jahren, dass es nichts Besseres, biologischeres, gesünderes, orthodontalhygienisches gibt, als ein einteiliges Implantat Tischlevel mit dem Rand auf Gingiva-Niveau. Da kann niemand widersprechen, weil es einfach nichts Besseres gibt. Und das beste Implantatsystem aller Zeiten in Titanien, das jemals gab, war und ist Schaumann Tischlevel. Da gibt es keine Perimplantitis. Perimplantitis wurde 7% im Vergleich zu 50% aller anderen Systeme. Und das war mein erstes System, aber es war ganz einfach hässlich. Und wenn der Rand rausgeguckt hat, war es super hässlich und wir konnten es auch nicht, durften es auch nicht reparieren, Titanium logischerweise. Heute haben wir ein Material, das dürfen wir explizit präparieren, das haben wir auch nachgewiesen mit der FDA-Zulassung. Und so gestalten wir den Rand, dass der genau auf Gingiva-Niveau liegt. Denn egal wie gut wir arbeiten, wir schaffen es niemals, einen Rand darzustellen, der kleiner ist als die Bakterien 0,5 bis 1 μ. Der beste Rand, den man vielleicht schaffen kann, liegt, keine Ahnung, bei 10 bis 50 μ vielleicht. Da passen die Bakterien in 5er-Reihen rein. Dieser Fall hier, wenn wir über Bone Growing Infant sprechen, ist mein Schlüsselfall, den ich vor vielen Jahren gemacht habe in einer anderen Praxis. Wir haben hier im Unterkiefer die Zähne entfernt und Sie sehen, ich habe damals zum ersten Mal angefangen, was wir heute konsequent durchziehen, nicht auf Ist-Zustand zu implantieren. Wir implantieren heute auf Soll-Zustand. Das heißt, wir interessieren uns nicht so sehr dafür, wo der Knochen ist, sondern wo wir den Knochen haben wollen. Da setzen wir die Implantate hin und Sie sehen hier, wo der Knochenverlauf war und hat natürlich auch eine tolle Attached Gingiva, in dem Fall war schon spät abends, haben wir keine LCP mehr gemacht, haben auch nicht irgendeine Schutzschiene gemacht. Und der Patient, da er auswandern wollte nach Australien, hat die Praxis, in der ich das durchgeführt habe, nach 2,5 Monaten bereits schon die finale Versorgung gemacht. 2,5 Monate später, ist wichtig zu wissen, Sie sehen es daran, dass es hier noch gar nicht komplett verheilt ist. Ja? Aber schauen wir uns die Situation an, hier mit den Kronen und dann hier mit dem Knochen. Der Knochen ist noch nicht vollständig mineralisiert, aber der Knochen ist da, wo wir ihn haben wollen. Und das ist das, was wir beobachten. Es geht nur mit Keramik, weil Keramik eine Neutraleinheit im Gegensatz zu Titan ist im Sinne einer chronischen Entzündungseinheit. Und natürlich auch durch das ganze Prozedere, dass wir die Tenpole und Weather-Technik nutzen, auf die ich noch weiter eingehen werde in den nächsten Minuten. Die Folien haben Sie schon gesehen, der gute alte Hämmerle hat gezeigt, wie es funktioniert. Und ich frage mich, wundere mich, damit habe ich gearbeitet vor 30 Jahren. Und ich frage mich, warum ist das System verschwunden? Ja? Weil dieser Knochen hier, das ist der Knochen, den ich haben wollte, wenn ich der Patient wäre. Ja, ich will ja keinen Knochenblock haben, der nie mehr wieder hundertprozentig angeschlossen wird an die Vaskularisation. Ich will ja auch kein Knochenersatzmaterial haben. Ja, sondern am liebsten, wenn ich es mir aussuchen kann, möchte ich eigene Knochen haben. Das ist ein neuer Kanusknochen, lamellärer Knochen, Haversche Kanäle, Vaskularisation, Blutgefäße. Und jedes Gewebe in Ihrem Körper, ob das in 30, 40 Jahren funktioniert und noch existent ist und gesund ist, hängt nur von der Vaskularisation ab. Ja, Vaskularisation ist unser goldenes Kalb eigentlich in der Medizin, könnte man sagen. Und das hatte ich gestern schon gezeigt, es wird neu aufgegriffen, hier läuft schon ohne dieses FAST-System und Sie kennen alle auch von Markus Schlee die Umbrella-Schraube und wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das zeige. Was passiert, wenn der Defekt größer ist als Implantat? Sie kennen, Sie machen den Pfeilwurzel raus oder müssen vielleicht ein großes, dickes Titanimplantat explantieren, können es nicht rausschrauben, sondern müssen aus dem Knochen entfernen, riesen Defekt und das dickste Implantat passt nicht rein. Was machen wir da? Ja? Oder die komplette vestibuläre Lamelle fehlt. Oder aber Sie haben keinen oder nahezu keinen Knochen im Sinusbereich, wollen aber einen Sinuslift machen.
Wir müssen natürlich eigentlich immer ein Implantat setzen, wenn wir ohne Knochenersatzmaterialien arbeiten wollen, weil wir brauchen ja das Implantat als Zellstange. Ja, warum machen Sie überhaupt Knochenersatzmaterialien in die Kieferhöhle rein? Nur aus einem einzigen Grund, um die schneidische Membran da oben zu halten. Das Knochenersatzmaterial ist aber gleichzeitig ein Hindernis, ein Obstacle für den neuen Knochen. Und je stärker Sie das komprimieren, desto länger wird der Knochen brauchen, da reinzuwachsen. Ja, wenn Sie nichts reinmachen und den Hohlraum halten, wächst der Knochen unter Rekordgeschwindigkeit rein. Das zeigt Ihnen nachher auch Folgenwirkungen. Und da haben wir etwas entwickelt, das sieht so aus. Da haben wir hier das Interface des Implantates. Das heißt, es lässt sich hier mit dem Implantat verschrauben, hat dann noch Löcher, wo wir also entweder hier zwei Implantate, die sich gegenseitig stabilisieren, oder auch eines, das lässt sich wunderbar biegen. Das haben wir dann BIS genannt, Bilateral Implant Stabilization System. Erst haben wir es eigentlich Implant Stabilization System genannt. Die Abkürzung wäre ISS, das fanden wir nicht ganz so passend, deswegen haben wir noch das B davor gesetzt. Und das ist der erste Fall. Ich habe das meinem guten Freund, dem Dr. Andres Fernandes, auch ein paar mitgegeben von den Systemen, als er letzte Woche da oder vorletzte Woche da war. Er ist der Präsident der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen von Costa Rica, mit denen wir viel machen. Die akzeptieren CE-Zulassung, da machen wir regelmäßig Kurse, betreutes Operieren nennen wir das, wo Zahnärzte mit ihren Patienten hingehen, in einer Woche 40 OPs machen, 500 Implantate setzen und er und ich, wir betreuen das dann und passen auf oder greifen ein oder helfen, wenn die Fragen haben. Und er war schneller als ich. Das heißt, der erste Fall, der hier verformt wurde, den konnte nicht ich machen, sondern er war mir die Nasenlänge voraus, dann kam er raus am nächsten Tag, das System direkt eingesetzt. Und wir sehen, so funktioniert es. Da war quasi null Restknochen da. Hier hat es sogar im Sinne der Tenpol-Technik das noch erhöht. Und dann entsprechend die Gingiva oben drüber. Das ist die Tenpol-Umbrella-Technik. Wenn wir Schukrun besuchen, seine Kurse, der kommt ja auch in unser Fortbildungszentrum zwei, dreimal im Jahr, dann, und wir fassen das zusammen, sein Bone-Management nennt er das. Und wer Schukrun schon mal gehört hat, das ist eine Offenbarung. Für Zahnärzte eine Offenbarung. Das ist unglaublich. Ich kenne keinen anderen Menschen, der sich mit Biologie so auskennt wie Schofun und Simon Bierig. Und wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, dann sagt er, was wir brauchen, ist ein stabiler und nicht reservierbarer Spaceman, Platzhalter. Das nennt man die Tenpole Umbrella Technik. Natürlich nehmen wir gerne körpereigene Materialien, nämlich die PRF-Matrix rein. Wir nehmen natürlich gern eigenes Blut rein. Wir nehmen gern autologe kortikale Knochenschips rein. Gar keine Frage, da habe ich nichts dagegen. Es muss nicht leer sein, es soll auch nicht leer sein, sondern es soll ruhig Informationen, körpereigenes Material rein, aber eben keine Fremdmaterialien. Das ist hier auch ein interessanter Fall. Sie sehen hier die laterale Ansicht und einen riesen Zyste, riesen Defekt. Hier noch 2 mm. Was machen wir da? Wenn wir es extrahieren, verheilen lassen. Verheilen heißt Knochen weg, Gingiva weg und gleich schon mal anmelden für Sinus Lift. Wir implantieren in jedem Fall, grundsätzlich. Das geht auch mit Keramik, so sah der Defekt aus. Was muss ich jetzt machen, damit ich das stabilisieren kann, das Implantat? Ich muss ja intern Lift machen, dauert genau 5 Sekunden. Kurz mal klopfen mit dem Sommersostiatom, wir sehen was. Ja? Und an der Stelle fixiere ich mein Implantat. Und deswegen haben wir so ein extrem aggressives Gewinde im apikalen Bereich, damit ich dort meine Stabilität herbekomme. Wenn die Stabilität von apikal hole, kann ich keinen Schaden anrichten, ist gut durchblutet und nicht von Kresthal, denn dort ist der kompakte Knochen schlecht durchblutet, bringe ich da Drehmoment drauf, bringe ich da Druck drauf, werden die Knochenzellen absterben. Wenn ich immer frage, was ist der optimale Drehmoment in der Corticalis, dann kommt oft 35 Newton-Zentimeter. Nein, das ist der maximale, der optimale ist 0. Die Corticalis soll kein Drehmoment, kein Tor abbekommen. Und so sah es dann aus, und dann steht komplett im Freien. Natürlich die PRF-Membran außenrum und dann sehen wir hier, was Alkohol im Speziellen Gin Tonic zu leisten vermag. Nach 5 Gin Tonic spät in der Nacht kamen wir auf die Idee, hier Schokun und Simon Pieri entsprechend der Kakachi-Scheibentechnik hier ein Disc-Abutment oben drauf zu setzen. Also einfach eine Keramikscheibe oben drauf gesetzt, die können wir individualisieren und abdecken. Und das war dann die Situation, die mir die Patientin kam aus den USA nach ein paar Wochen geschickt hat. Da dachte ich schon, wow, das sieht gut aus. Ja? Schauen wir uns an, wie es weitergeht. Das war vorher, das war nachher die Situation. Und das ist die prothetisch versorgte Situation. Und was Sie hier sehen, der Knochen ist vollständig da, bis da oben hin. Ja? Und genauso wollen wir arbeiten von A nach B immer in einer Sitzung. 70% unserer Patienten sind Amerikaner.
95% kommen aus der ganzen Welt zu uns. Die wollen einmal kommen für eine Chirurgie, die wollen ein zweites Mal kommen für die Prothetik. Das heißt, alles bei uns ist darauf ausgerichtet, dass keine Komplikationen auftreten dürfen. Es darf einfach nicht passieren, wenn die so weit weg sind. Und zweitens, dass wir in einer Sitzung und in zwei Sitzungen von A nach B kommen, ist unser Anspruch. Ja, und wir sehen, das geht unter Ausnutzung der biologischen Gesetze. Sie müssen aber hier, Sie können nicht einfach nur reinschrauben, sondern Sie müssen das Immunsystem berücksichtigen, Vitamin D3 aufbauen und diese Dinge, was wir alles in unserem Knochenjahr zeigen. So kam die Patientin zurück, Pfosten aufgesetzt, ohne inseriert und das war's. Hier habe ich Ihnen ein kleines Video mitgebracht, auch ein Fall, den wir das kürzlich gemacht haben, bei einem Patienten, der hier einen riesigen Defekt hatte. Hier sieht es noch gar nicht so schlimm aus. Wenn wir uns aber die Sache dann lateral anschauen, schauen wir, dass es durchgebrochen ist. 2 mm zur Kieferhöhle würden Sie da implantieren? Vielleicht nicht. Wir implantieren immer, grundsätzlich. Es gibt keinen Fall, wenn wir nicht implantieren. Wer zu unserer Hospitation kommt, der sieht es. Und ich habe ja auch einen internen Lift gemacht, den brauche ich im Interlift. Das ist Implantat nicht stabil. Und ich brauche auch die Micro-Threads hier oben, weil ich will ja auch den Bereich hier oben nutzen. Und dieses aggressive Gewinde hilft mir, dass das Implantat wirklich dorthin geht, wo ich es haben möchte. Weil ich will nicht, dass das Implantat den Weg des geringsten Widerstandes geht, sondern dorthin, wo ich es haben möchte. Und ich schraube das Implantat dann hier ein, möglichst weit weg von der vestibulären Lamelle. Wie beim Autofahren gehen Sie immer weg von der Außenkurve. Ganz wichtig bei Dreiern. Sie Dreier implantieren immer so weit wie möglich nach Palatinal rein. Je weiter Sie dran sind, desto gefährlicher wird es, desto größer die Chance von Resorption. Ja? Und diese seitlichen Wände hier, mesial und distal, die halten mir das Periost, das ist mein Tentpole. Ja? Und was mache ich da jetzt? Wenn ich jetzt natürlich ein bisschen kortikalen Knochen hätte, würde ich ihn drauflegen, hatte ich hier nicht, mit dem Ahnenkraft zum Platten fertig. Und es wird funktionieren. Der Patient wird nächste Woche versorgt, am 9.5. hat er seinen Termin. Und da kommen natürlich ganz klar die Membranen drüber. Die Membranen sind einfach nur Information, es ist Matrix. Wie wenn Sie so einen kleinen Torfpad nehmen mit Dünger und eine Pflanze drauf züchten, dieser Torfpad wird durchwachsen, der Dünger dient als Nährstoff, so ist eine PRF-Matrix, eine PRF-Membran, ist eine Matrix, die Nährstoffe liefert und durchwachsen wird, die wird nicht resorbiert. Wir wollen grundsätzlich keine Materialien, die resorbieren. Warum? Was heißt Resorption? Resorption heißt, wir kriegen da Osteoplasten rein, Resorption heißt, ein saures Milieu wollen wir alles nicht haben. Wir wollen keine Resorption, wir wollen Knochenneubildung. Das ist die Ästhetiknaht, von der gestern die Josephine gesprochen hat, das heißt, wir gehen nicht oben drüber, sondern wir machen immer eine aufstellende Matratzennaht im Papillenbereich, damit wir nachher keinen Volumenverlust haben. Ich mache mal eben weiter, einfach aus Zeitgründen, ich zeige hier den nächsten Fall. Hier oben hat man eine Spätimplantation, das sind ja die schwierigen Fälle ästhetisch. Und hier unten, da waren Sie das Licht geplant. Und das ist die Situation direkt postoperativ. Und da sehen Sie auch eines unserer sogenannten neuen Implants, das Balkonimplantat, mit dem wir asymmetrisch implantieren können. Das war die Situation direkt postoperativ. Und dann haben wir hier, als der Patient wieder kam, sehen Sie, super schön verheilt, alles da, das Volumen ist da. Warum soll ich das verheilen lassen und 3 Monate warten? Kostet einen zusätzlichen Termin. Und ich verliere den Knochen, wenn ich nicht implantiere. Und Sie sehen hier, das ist direkt nach dem Einsetzen der Krone, die Papillen sind geschlossen. Das heißt, diese ganzen Probleme, die ich jahrzehntelang hatte, dass Patienten bei einer Spätimplantation kommen und sagen, da hängen überall Essensreste drin, was können wir da tun, Herr Volz? Da musste sagen, ich kann nichts tun. Sorry, wenn wir nicht dran gewöhnen, müssen halt mit der Bürste reingehen, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Das ist vorbei. Die Ingiva ist komplett papillisch vollständig geschlossen. Hier sehen Sie die hypothetische Versorgung. Sie sehen hier, der Rand da oben ist nicht ganz so optimal. Daran sehen Sie aber auch, dass ich keine meiner Fotos bearbeite. Wenn der zu uns kommt und zuschaut und hospitiert, ohne Netz und auf dem Boden, sehen Sie, was wir jeden Tag tun. So war eigentlich der Fall abgeschlossen. Wir sehen, der Knochen ist komplett wieder da, hier oben, ja, ohne Knochenersatzmaterial. Dieser Fall hat aber noch ein Nachspiel, weil sich herausgestellt hat, wurde dann geschickt von seinem Hausarzt in den USA, dass der 2,7 und 3,7, die hatten auch einen Schlag weg, als sie dann extrahiert haben und aufgetrennt haben. Das spricht für das, was ich eingangs erwähnt habe, dass jeder behandelte Zahn hat irgendwo eine chronische Pulpitis. Als wir die Zähne aufgetrennt haben, haben wir gesehen, jeweils ein Kanal war schon digital. Ja, deswegen hatte er auch noch Beschwerden. Das Schöne für uns,
dass wir ein Follow-up haben. Ja, und für Sie. Das ist das Follow-up. Und wir sehen, hier haben wir dann nochmal zwei Implantate inseriert. Und das Schöne ist das, dass wir jetzt hier nochmal das Fenster sehen können. Und Sie sehen, was ich gestern schon gesagt habe, das Fenster wächst komplett wieder zu. Sie brauchen keine Membrane, keine Texte, einfach die PRF-Membrane drüber zuklappen, unverletztes Periost. Und es wächst vollständig wieder zu. Wir machen ja auch viele diese Nikos, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das würde zu weit führen. Das heißt, wir räumen diese ischämischen Osteonekrosen im Weisheitszahnbereich aus. Und das sieht man dann auch auf diesem Bild hier, sieht man, dass der Bereich wieder komplett zugewachsen ist und verheilt. By the way, hier sehen Sie auch mal den Kontakt des Knochens zum Implantat. Ich denke, das ist schon sehr außergewöhnlich. Ist, was wir bei Keramik beobachten können. Hängt auch damit zusammen, dass Keramik ein nicht duktiles Material ist, sich nicht bewegt, titanisch hochflexibel, so wie man es im Flugzeugbau verwendet. Und wenn Sie aus dem Fenster schauen beim Fliegen und sehen, was der Flügel so macht bei Turbulenzen, das ist ganz schön gewaltig. Das macht auch unser Titanimplantat. Das heißt, wenn Sie 15.000 Zahnkontakte haben, bewegt sich das. Und haben wir gelernt, dass wir 1 mm Knochen außenrum benötigen, denn durch diese Bewegung wird das uns wegrasiert. Bei Keramik werden selbst dünnste Lamellen nicht wegreserviert, weil sich das Implantat nicht bewegt. Ja? Also ein großer Vorteil, die fehlende Duktilität. Wir sehen hier dann nach 3 Monaten die Papille wunderschön gefüllt, was eigentlich ein schwieriger Fall war. Wir haben da auch noch so Creeping Attachment, hat ja auch Kniehaar sehr schön gezeigt. Ein sehr schönes Ergebnis dadurch, dass es eine Spätimplantation war. Also Hauptimplantation easy, aber Spätimplantation schwierig. Für uns ist die Situation dann auch nochmal einige Monate später. Und schön war, dass wir ja ein neues DVT machen konnten und mussten und durften. Und da sehen wir jetzt eben nach einigen Monaten, sehen wir, das war die Ausgangssituation. Und Sie sehen, wir haben den Knochen bis auf den Teller. Ja. Wenn ich Patient wäre, und wahrscheinlich werden Sie mir zustimmen, wenn Sie einen Sinuslift bräuchten, Sie wollten wahrscheinlich auch ohne Situation, und wir wissen, es ist nur mein Knochen, mein Blut, Klammer auf, PRF, Klammer zu, und nichts anderes, keine Fremdmaterialien. Und das sind die Studien, die uns dorthin geleitet haben. Ich habe gestern schon eine gezeigt, das ist eine Gruppe, die immer mal wieder gewechselt hat, von den Referenten hier oben. Und ich gehe da ganz schnell durch, weil am Ende kommt es nur auf die Conclusion an: an ideal space-making device should be stable and elevate the membrane to ensure maintained connection between the membrane and the occluded space. Das heißt nichts anderes als, wir brauchen einen mechanisch stabilen Space-Maker-Platzhalter. Da reicht die Membran nicht aus, die Membran wird auf Null komprimiert. Ja? Die schon Konzentrat, ein Blutkonzentrat, und die brauchen das mechanisch stabiles. Und das bauen wir ins Implantat sozusagen ein. Wir haben natürlich, können Sie sich auch vorstellen, viel geringere Kosten. Bei Minus Lift haben wir ein Implantat und wir haben ein paar PRF-Membranen und sonst nichts. Keine weiteren Kosten, kein Knochenersatzmaterial, keine Membranen, keine Tags. Ja? Für den Patienten auch geringere Kosten natürlich. Hier der zweitletzte Fall, der ja schon vorbehandelt war und dann so zu uns kam. Wir haben dann hier noch ein paar Umbrella-Schrauben eingesetzt, weil der Knochen super schmal war. Und das war unser allererster Fall, den wir vor 3 Jahren ungefähr gemacht haben mit den Sinusimplantaten. Sie sehen hier sehr schön die Knochendeckel, die wir oben drauf gelegt haben. Sie sehen auch, wie weit weg die sind von den Implantaten. Das heißt, wir haben ausreichend geliftet und haben keine Spannung von der Schneiderschen Membran aus Implantaten, somit keine explosiven Kräfte, was sehr wichtig ist. Der hat sofort ein festes Provisorium bekommen, das ist die finale Versorgung. Einige Monate später sind alle Implantate eingeheilt. Sie sehen auch, wie schön die eingeheilt sind, wir haben überall attached Gingiva. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen in der Abfolge, dann sehen wir hier perfekt, da hätte ich es ein bisschen besser platzieren können und ich hätte vielleicht das Fenster ein bisschen größer machen können. Ja, wäre nicht schlecht gewesen. Egal, wir sehen hier schon 4 Monate später, sehen Sie schon, fängt es an und der neue Knochen kommt hier so langsam, wird so langsam sichtbar und es geht extrem schnell. Wir haben es dann nach wie viele Monate, 8 Monate liegen dazwischen, haben es dann final versorgt und Sie sehen, es sieht hier schon nochmal ganz anders aus. Und wenn wir uns dann hier 14 Monate später anschauen, dann sehen wir haben hier komplett den Knochen wieder da. Das ist alles, vorher war der Knochenverlauf hier, alles neue Knochen, lamellärer Knochen. Alles neuer Knochen, lamellärer Knochen, Blutgefäße, Vaskularisation. Ja, das ist für mich, so möchte ich meinen Sinuslift haben. Ich habe tatsächlich auch von der Josephine vor ein paar Monaten einen eigenen Sinuslift bekommen und eben so lange gewartet, bis wir in der Lage waren, das so durchzuführen, weil ich wollte kein Knochenersatzmaterial drin haben.
Der letzte Fall, den ich Ihnen zeige, um hier pünktlich fertig zu werden, ist dieser Fall, der nochmal ganz kurz zeigt, was möglich ist. Sie sehen hier der Zustand aktuell, das war die Ausgangssituation und der war insofern sehr spannend, weil wir haben hier einen großen Defekt in der Kieferhöhle gehabt. Und wir haben einen großen Defekt gehabt, den wir rausgeschnitten haben, auch einen Fremdkörper, den wir rausgeschnitten haben, einen weiteren Defekt hier vorne und haben dann hier, wie Sie es gestern schon gesehen haben, dann die Knochendeckel drunter gesetzt. Ich mache jetzt hier direkt weiter, weil das Wichtigste haben wir gesehen. Und das war der Zwischenstand, weil wir konnten hier noch nicht implantieren. Da hat Material zur Kieferhöhle gefehlt. Der Knochen war zu nieder, wir mussten ihn auch erhöhen, wir mussten ihn verbreitern. Das haben wir alles mit Knochenersatzmaterial, nicht mit Knochenersatzmaterial, sondern mit autologen Knochen aus der Tuberregion gemacht, die wir gewinnen bei der sogenannten NICO-Behandlung. Und wir sehen hier, als ich dann implantiert habe vor 3 Wochen, hatten wir hier traumhaft schöne Knochen. Auch dieser Knochen ist komplett neuer, lamellärer Knochen, perfekt durchblutet. Ich zeige Ihnen jetzt als letztes noch die Querschnitte. Schauen Sie hier vorher und nachher. Ja, gewaltiger Unterschied. Gehen wir in die nächste Position. Jetzt haben wir eine Schnittstelle an der Stelle gemacht. Schauen Sie sich an, vorher und nachher. Ja, sicher 5 mm, 6 mm, 7 mm Knochen zugewinnen. Vorher, hier sehen Sie den Defekt, diese Perforation, die wir hier gesehen hatten. Ja, vorher, nachher. Alles geschlossen, neuer Knochen. Alles geschlossen. Mit natürlichen Materialien, ohne Knochenersatzmaterial. Schauen wir die linke Seite an. Da sehen wir hier, da hat uns Richtung Sinusmaterial gefehlt. Der Kieferkamm war zu nieder, der Kieferkamm war viel zu schmal. Sie haben die klinischen Bilder eben gesehen. Vorher, nachher, vorher, nachher, vorher, nachher. Ja, Sie haben immer als Referenzpunkt beispielsweise diese Stelle hier, diese Kurvatur, und da sehen Sie, wie viele Knochen wir hier aufgebaut haben. Also das zeigt und beweist, dass wir so entsprechend arbeiten können, wenn wir das Immunsystem mit berücksichtigen. Zusammenfassend möchte ich sagen, ich möchte nur eine Anordnung des Implanteurs. Wir sollten nicht Implantologen sagen, weil das sind die Wissenschaftler, die implantieren werden, deswegen sind wir Implanteure. Es liegt vielleicht sogar unserer Ansicht nach mehr in der Verantwortung des Patienten, denn er muss das Immunsystem bringen. Sagen wir zum Patienten, ich mache die bestmögliche Arbeit, ich weiß, was ich tue, ich mache es seit 30 Jahren, ich habe ca. 35.000 Implantate inklusive Titan eingesetzt, ich kann implantieren, aber Sie müssen mir zeigen, dass Sie Knochen bilden können. Sie müssen Knochen bilden können, das ist Teamwork. 50% mache ich, 50% machen Sie. Und er muss Knochen bilden können und er muss eine gute Vaskularisation reinbringen. Das heißt, wir sollten biologische Gesetze berücksichtigen. Und die Tenpolo-Fördertechnik war alle schon mal da vor 30 Jahren. Osteoinduktive Membranen verwenden, nämlich Periosten, Schneidersche Membranen, sind osteoinduktive Membranen nachgewiesen in den Studien, die ich Ihnen gezeigt habe. Und Informationen einfach nutzen, wie Stammzellen und aus den PRF-Membranen. In ganz Einzelfällen. Wenn es gar nicht anders geht, dann würde ich schnell reservieren Materialien, vielleicht Ethos verwenden oder gegebenenfalls auch mal nur an Spenderknochen. Damit bin ich am Ende angelangt. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann kommen Sie gerne mal zu uns nach Kreuzlingen und schauen sich das live an. So, damit bin ich am Ende. Ich musste ein bisschen Gas geben, um alles durchzuziehen. Vielen Dank. Und wenn Fragen sind, müssten wir die, glaube ich, gleich beantworten, wenn es okay wäre. Weil ich später nachher gleich schon los müsste, wenn ich zur Diskussion da bleiben kann. Und was versorgen Sie die Implantate? Welche Keramik kennen Sie da und welche Zement? Wir versorgen die mit monolithischem Zirkonoxid und zementieren mit Glasionomerzement. Es gibt keine festere Verbindung, macht gar keinen Sinn, Kunststoffzemente zu nehmen oder Kleber. Zirkonoxid macht eine chemische Verbindung. Machen Sie mal einen Tropfen Keter. Auch ein Stückchen Zirkonoxid, das Sie von der Zahntechnik bekommen, drauf. Sie kriegen es nicht mal mit Ultraschall weg, Sie müssen es mit dem Diamanten wegschneiden. Ja, und Ketan ist ein super biologischer Zement, damit werden Hüftgelenke einzementiert und damit haben wir ein tolles Material zum Zementieren. Wenn ich in einen frisch extrahierten Zahn mit Zyste zum Beispiel direkt hinein implantiere, gibt es dann keine Knochenreaktion? Haben Sie überhaupt keine Verluste, dann, wenn Sie nur 2 mm Knochen oben haben? Ein entzündetes Gewebe? Nein. Wir räumen das vollständig aus, bauen das Immunsystem auf, wir implantieren jeden Tag dutzendweise in solchen Situationen. Funktioniert mit Keramik, nicht mit Titan.
Ja, wenn Sie zu uns kommen, jeder Patient, ich habe jeden Tag einen einzigen Patienten, die OP geht 8 bis 10 Stunden lang, ich sehe den Patienten zum ersten Mal, wenn ich in die OP reingehe, die Patienten werden quasi virtuell woher beraten, ich weiß genauso wenig wie Sie, wenn ich starte, da werden Sie sehen, das sind extrem schwierige Situationen und wir implantieren in jede Situation, wenn Sie am Prothetiktag kommen, sehen Sie, da kommen die Patienten zurück und machen die Prothetik, die haben wir zwischendrin nicht gesehen, müssen uns darauf verlassen, dass alle Implantate eingereiht sind und es funktioniert. Weichkeramik mit den entsprechenden biologisch-immunologischen Unterstützungen. Und der Patient ist schon mit D3 vorbereitet? Genau, der bekommt 6 Wochen vorher, unser Protokoll muss 4 Wochen vorher starten. Wir kontrollieren es am Tag vorher. Es gibt den Vitamin D3 und LDL-Schnelltest, sodass wir sehen, ob er seine Hausaufgaben erledigt hat. Wenn nicht, dann wird er vor Ort, in der Schweiz gibt es eine 300.000 Einheiten Vitamin D3-Injektion intramuskulär, dann bekommt er das sofort, um ihn da hochzubringen. Da muss er halt im Nachgang maximal noch sich aufbauen. Aber in der Regel funktioniert es. Sie sind ja motiviert, die wollen ja, dass es funktioniert. Und eure Cocktails gibt es im freien Handel? Gibt es im freien Handel, ja. Sind dann die Wirkungen von Vitamin D nicht eher Wunschdenken, weil die Wirkungen werden in Deutschland sehr kontrovers diskutiert. Also bei Ihnen hört sich das sehr anders an, dass Vitamin D wie so ein Wundermittel ist, der den Knochen sozusagen erbringt. Also das ist alles so ein bisschen schwierig. Also das ist ein Wundermittel und deswegen hat auch die Universität Hamburg eine PhD-Stelle eingerichtet, um Vitamin D3 genauer anzuschauen. Und da gibt es ja Studien und top namhafte Leute wie Schokoladenkuchen und so weiter zeigen ja, wenn Sie mal die entsprechenden Studien anschauen, ist zweifelsfrei bewiesen. Es ist nur leider so, dass die Pharmaindustrie kann darin kein Geld verdienen, ja, denn es kostet nichts, 20.000 Einheiten kosten vielleicht unter 1 Euro täglich, damit Sie kein Geld verdienen, können kein Patent einreichen. Und wenn Sie, müssen Sie ja nicht mal einnehmen, Sie können einfach in die Sonne gehen und können Sie es von der Sonne holen, das ist ja nicht vorgesehen. Ja. Gut, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann übergebe ich weiter den nächsten Referenten. Vielen Dank. Vielen Dank.